Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hashimoto 360 Grad, heute mit dem Thema Hashimoto und die Wechseljahre. In meinen Analysegesprächen habe ich sehr oft die, na, wie soll ich sagen, Ausrede ist es ja nicht. Aber da höre ich oft, ja, das ist halt so, ich bin halt im Wechsel. Ich kann da nichts machen, ich bin ja in den Wechseljahren. Nee, abnehmen klappt nicht mehr so gut, ich bin in den Wechseljahren. Also ich finde, auch ich als Mann, wenn ihr jetzt denkt, ja, der hat ja keine Ahnung, der ist ja noch nicht in den Wechseljahren, ja, stimmt, dennoch ist es nicht immer notwendig, bestimmte Sachen einfach so hinzunehmen und zu sagen, das ist halt, wie es ist, ich bin in den Wechseljahren. Nein, auch hier kann man ernährungstechnisch was machen, auch hier kann man ernährungstechnisch schauen, wie kannst du bestimmte Symptome der Wechseljahre abstellen, umgehen. Und ihr werdet gleich sehen, dass es gar nicht so große Unterschiede gibt zwischen den Symptomen von Hashimoto und den Symptomen der Wechseljahre. Dazu werden wir kurz mal schauen, was sind denn überhaupt die Wechseljahre? Und damit du weißt, mit wem du es zu tun hast, sollten wir natürlich auch mal kurz schauen, wer bin ich denn überhaupt, dass ich mich hier hinstelle und sage, Hashimoto und die Wechseljahre, wie hängt es zusammen? Was kann man dagegen tun? Ich bin Peter, der Hashimoto-Mentor und sorge dafür, dass die Menschen wieder mehr Energie verspüren und mit einer Leichtigkeit und voller Lebensfreude ihren Tag genießen können. Das liegt mir sehr am Herzen. Und nun ist es so bei den Wechseljahren, wenn die Frauen in den Wechseljahren sind, dass es hier oftmals zu einer Anpassung der Schilddrüsenhormone kommen kann, dass das notwendig ist. Dazu bitte mit dem Arzt sprechen, das nicht einfach selber machen. Oftmals kommt dann auch eine Gewichtszunahme durch die, und ihr merkt vielleicht schon die Parallelen, durch die Wechseljahre. Selbst wenn man kein Hashimoto oder keine Schilddrüsenproblematik hat, kann es hier in den Wechseljahren zu einer Gewichtszunahme führen, weil durch die Wechseljahre einfach auch der Hormonhaushalt ganz stark durcheinander gekommen ist. Wenn wir uns die Wechseljahre mal anschauen, wenn wir hier gucken, dann gibt es verschiedene Phasen. Wir haben also die Prämenopause, 40. Lebensjahr, Zyklusstörungen, Eierstöcke werden langsamer in ihrer Funktion. Und die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft sinkt von Jahr zu Jahr. Je älter wir werden oder je älter die Damen werden, umso mehr sinkt halt die Chance, schwanger zu werden. Dann haben wir die Perimenopause. Das ist der Zeitraum so ungefähr 12 Monate vor der wirklichen Menopause, bevor es dann wirklich losgeht. Das ist so circa mit 47 Jahren roundabout, nagelt mich da nicht auf die Jahre fest und ist hier dann das Zeichen des Körpers, dass auch der Eisprung häufiger ausbleibt. Das kommt zu stärkeren Menstruationsstörungen. Das Östrogen wird weniger produziert. Das weibliche Hormon Östrogen wird weniger produziert. Die männlichen Hormone, die auch jede Frau in sich trägt, die werden auf gleichem Level produziert. Hier ist also ein Hormonungleichgewicht und hier kommen dann schon die typischen Wechseljahresbeschwerden mitzutragen. Es gibt Hitzewallungen, es gibt Schlafstörungen, die Gewichtszunahme, man fängt an zu schwitzen. Also das ist schon eine unheimliche Belastung und auch hier stellt ihr vielleicht schon wieder fest, Parallelen zu unserem Hashimoto, Parallelen zu Schilddrüsenproblematik. In der Menopause geht es dann einfach weiter mit den Störungen, mit den Verlangsamungen der eigentlichen Organe, die hier nicht mehr so viel arbeiten. Und die Monatsblutung, die Regelblutung hört auf. Da ist dann einfach Ende. Tja, danach haben wir noch die Postmenopause. Die ist so circa, ja, wenn man 65 geworden ist. Also bitte nagelt mich hier nicht auf die Jahre genau fest. Bei vielen Sachen kann ich aus Erfahrung sprechen, hier bei dem Thema nicht. Und dann haben wir die Postmenopause. Hier werden dann die weiblichen Hormone Östrogen und auch das Gestagen komplett auf Minimum runtergefahren. Und du hast hier natürlich auch die Gefahr, dass noch die Wechseljahresbeschwerden sich erweitern, dass hier noch Symptome dazukommen wie Osteoporose. Relativ häufige Symptome in den Wechseljahren sind, wir haben es eben schon gesagt, Hitzewallung, wir haben eben auch schon gesagt, Schlafstörungen, Schweißausbrüche, Nervosität, Gereiztheit, depressive Verstimmung, Ängstlichkeit. Und hier merkt ihr es vielleicht, wenn ihr mal so ein bisschen in euch reinhorcht, genau das haben wir mit Hashimoto auch. Erschöpfung, Kopfschmerzen, Schwindel, Schlafstörungen, vermindertes Lustempfinden und Beschwerden beim Geschlechtsverkehr. Das sind also so Sachen, die uns jetzt auch umtreiben. Hier haben wir also wirklich eine große Ähnlichkeit mit Wechseljahresbeschwerden beziehungsweise eine große Ähnlichkeit der Wechseljahresbeschwerden mit den Symptomen einer Schilddrüsenfunktionsstörung. Hier also mit Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion. Wenn euch also mal jemand oder wenn ihr mal jemanden erklären wollt, was euch so umtreibt, was es für Probleme mit Hashimoto gibt, sagt ihm doch einfach,
Das ist wie bei den Wechseljahren. Und dann macht's Klick. Und jeder, der das schon mal erlebt hat oder schon mal davon gehört hat, wird verstehen, warum es euch so geht, beziehungsweise wie es euch in dem Moment geht. Die Symptome, diese Wechseljahressymptome, können allerdings, wenn ihr beispielsweise bis zu den Wechseljahren kein Hashimoto oder keine Schilddrüsenproblematik hattet, auch darüber hinweg täuschen, dass ihr plötzlich eine Schilddrüsenproblematik habt. Denn der Hormonhaushalt ist mega durcheinander gekommen. Das passiert ja auch bei einer Schwangerschaft. Das passiert ja auch in der Pubertät oder nach der Pubertät. Hormonhaushalt komplett durcheinander. Und das kann natürlich auch hier die Karten wieder neu mischen und dafür sorgen, dass ihr dann unter anderem auch Hashimoto bekommen könnt. Um das festzustellen, ist es natürlich wichtig, entsprechende Tests zu machen. Bei der Schilddrüsenproblematik eben auch zu schauen, wie sehen die Blutwerte aus? Wie sieht die Schilddrüse aus? Gibt es da Probleme? Was es für Parallelen gibt, wie genau die Parallelen bei der Schilddrüsenproblematik und auch bei den Wechseljahren aussehen, das besprechen wir am Mittwoch diesmal um 17 Uhr im Leichter Leben mit Hashimoto TV in meiner Facebook-Gruppe mit Hashimoto voller Energie und leistungsbereit. Was ihr ernährungsmäßig auch tun könnt, um es bei den Wechseljahren, um es da für euch so gut wie möglich zu gestalten, so angenehm wie möglich zu gestalten. Auch das werden wir am Mittwoch im Live besprechen. Hier werde ich euch also noch ein paar Tipps und Tricks rund um eure Ernährung mitgeben, die ihr dann für euch anstreben könnt, damit auch die Wechseljahre eben nicht zu so einer großen Herausforderung werden und ihr dann nicht so ein großes Hormonchaos in euch habt. Alles Weitere, wenn ihr Fragen habt und so weiter, schreibt das ruhig unter dieses Video. Ansonsten wünsche ich dir nun noch einen wunderschönen Tag. Genieß die Sonne. Es ist ein unheimlich sonniger April, das ist fantastisch. Und wir sehen uns am Mittwoch. Ciao, ciao.